Im heutigen Video dreht sich alles rund um die Mobilität deiner Brustmuskulatur. Wir zeigen dir in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen, wie du eher lokal oder dann durch mehr Bewegung den Bereich mobilisieren und lockern kannst. Für die Schwierigkeitsstufe Nummer 1 nutzen wir heute den Korkball, um eher punktuell deine Brustmuskulatur zu lockern und zu mobilisieren. Henning zeigt dir jetzt die Variante in Bauchlage und du kannst das Ganze aber auch stehend an einer Wand durchführen. Das erzeugt dann etwas weniger Druck. Und zwar legst du den Ball an deinen Brustbereich und suchst dir einen Punkt, der ein Wohlweh erzeugt. Halte diesen Punkt und beginn dann, genau wie Henning schon so schön vormacht, dich locker über diesen Ball zu bewegen. Für die zweite Schwierigkeitsstufe darfst du dich in Bauchlage positionieren. Hast jetzt wie Henning erstmal zum Beispiel die linke Hand neben der Brust positioniert und den rechten Arm zur Seite ausgestreckt. Henning beginnt jetzt nur mit der Bewegung und zwar beugt er sein linkes Bein und kommt mit dem linken Bein immer in Richtung der rechten Hand. Schau dabei bei dieser Bewegung immer nach oben in Richtung Decke und bring viel Dynamik und Bewegung mit rein. Noch komplexer und dynamischer wird es in Schwierigkeitsstufe Nummer 3. Stell dich dazu hin und nutze wieder den Stab. Du hast deine linke Hand wie Henning im Oberhandgriff, die rechte Hand im Unterhandgriff und gehst dann dynamisch in die Bewegung. Der linke Arm führt, der rechte Arm ist eher locker und lässt sich vom Stab und durch die Kraft vom linken Arm bewegen. Du mobilisierst dadurch ganz toll deinen rechten Bereich der Brustmuskulatur. In dem heutigen Video hast du jetzt drei verschiedene Möglichkeiten in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen kennengelernt, wie du den Bereich deiner Brustmuskulatur mobilisieren kannst. Ich empfehle dir immer, bevor du groß und komplex wirst in den Bewegungen, erstmal lokal zu mobilisieren. Wenn du dich für andere Bereiche interessierst, die du gerne lockern und mobilisieren möchtest, schau in unserem Kanal vorbei. Und wenn du dich für Personal Training interessierst mit dem Fit-Team, dann schau in den unten stehenden Link.